Erstmal sind wir glücklich und wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Ich denke, das konnte man auch jetzt heute auf dem Platz schon sehen bei den Mädels. Und ja, sie haben in der Winterpause sehr gut gearbeitet, sehr konzentriert gearbeitet, haben ihre Pläne alle gut umsetzen können. Und das wird man jetzt auch in den Tests dann auch sehen. Davon gehen wir ganz stark aus. Und ja, es macht einfach Spaß. Ich denke, es wird jetzt wieder Zeit, dass der Ball rollt. Und deswegen muss ich sagen, war das ein sehr, sehr gelungener Auftakt, ein guter Auftakt. Und so kann es weitergehen. It was a great start, just many touches on the ball, get used to the ball again, and it will be tougher the next days, I suppose, if I did understand the German right. It's high intensity and yeah. Ja, sie bringen sich gut ein, sind sehr positiv eingestellt, lachen viel. Und ich denke, das ist schon mal ein gutes Vorzeichen, dass das eine erfolgreiche Zusammenarbeit werden kann. Also wir haben natürlich jetzt die ersten Einheiten auf dem Platz und die werden sehr intensiv sein. Wir werden da auch viele Übungen machen mit der Mannschaft zusammen, weil danach werden wir wieder ein bisschen geteilt sein. Da gibt es die Nazio-Abstellungsphase und danach geht es dann direkt ins Trainingslager. Und da werden wir dann wieder alle zusammen haben. Und da werden wir natürlich neben den konditionellen Aspekten vor allem im taktischen Bereich arbeiten und uns dann einschwören auf eine sehr, sehr spannende und intensive Rückrunde.